Moin, moin, meine lieben Leute. Wir befinden uns vor dem Kampf mit dem Wendigo da hinten drin. Und ich habe jetzt einfach mal alles aufgefüllt hier, was es so aufzufüllen gibt. Hoffen wir, dass wir damit durchkommen. Mal sehen, ich bin gespannt. Gehen wir mal da rein. Ich glaube zwar nicht, dass wir den schaffen, weil wir jetzt wirklich nicht so viel Power haben, aber wir versuchen es mal. So, was ist denn? Hier haben wir noch so einen. Es gibt einen Electric Shock. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen heilen vielleicht. Wen heilen wir dann da? Dann machen wir den hier. Okay, mal müssen wir ein bisschen aufladen. So. Hat sich geheilt. Der Schwachkopf hat sich geheilt. Okay. Die Katze kann sich mal selber heilen. Okay. Kampf ist schon ein bisschen härter als gedacht, aber. Was war hier noch drin so? Adds 10 Skill Points. Okay. Das schafft mir glaube ich nicht. Das ist ein bisschen hart das Ding, oder? Ich muss heilen jetzt hier. Okay. Kann ich es machen, müssen wir mal angreifen. Hat uns irgendein Schlafzauber eingehandelt? Okay.
Na gut, dann können wir nicht machen. Vielleicht können wir hier was machen. Pass mal auf. Ach cool. Insgesamt habe ich das bekommen. Das ist natürlich praktisch. Dann müssen wir schon Leben hier noch jemanden geben. Warte mal. So. Mann. Das Mädchen ist dran. Kann ich ordentlich Leben noch wegmachen. Machen wir jetzt mal. Und du heilst bitte nochmal. Du kannst auch nochmal heilen. Alter! Ja, der haut aber auch hart zu, der Affe. Okay. Wir müssen leider das machen. Oh, er hat noch ein Leben, ne? Nein, nicht uns einschlafen lassen. Nicht einschlafen lassen, bitte. Oh, shit. Wir können jetzt nicht so viel machen, ne? Was haben wir noch hier so? Können wir schon Leben noch reinhauen? Okay, den kriegen wir jetzt aber. Er hat eins Tattoo gemacht, aber den müssen wir doch jetzt schaffen. Yes! Cool. 250 Erfahrungspunkte auch bekommen. Na, was sagt er? Ich habe ja gesagt, wir besiegen ihn. Wovon redest du? Ich bin der, der ihn besiegt hat. Du lügst, Niemand will euch glauben. Ihr seid nur Kinder, haha. Okay. Okay, jetzt haben wir ihn besiegt, aber, wir haben nichts bekommen, ne? Nee. Dachte, wir kriegen hier noch irgendwas, aber wir kriegen gar nichts. Das ist ja gemein. Hä? Da muss man doch irgendwas bekommen. Das ist so ein harter Kampf, man kriegt keine Belohnung oder so? Ist auch nichts, was man irgendwie noch anpeilen kann oder so. Wir können auch nichts anderes machen. Ich dachte, dass man vielleicht nach hinten noch irgendwo hinkommt dann, aber der ist einfach nur besiegt. Das ist ja mal frech. Oder? Mit allerletzter Kraft besiegt. Also ich glaube, wir müssen hier einfach nochmal alles genau absuchen, weil irgendwie muss es doch irgendwas geben. Aber es kann nicht sein, dass ich gar nichts bekomme. Hier ist eine Hülle? Nee, doch nicht. Das ist doch verrückt. Der will uns nichts geben. Hier ist hier. Halt, was ist das? Da ist ein Comic. Es klemmt zwischen den Felsen fest. Ich glaube, ich krieg's nicht raus. Vielleicht kann er uns helfen.
Könntest du uns helfen, die Steine aus dem Weg zu räumen? Und warum sollte ich das tun? Ich möchte wirklich das Comic haben, was da untersteckt. Ah, okay. Aber nur, wenn ihr mir versprecht, dass ich denn zum Sieger des Tiers erklärt werde. Sollen wir das geben? Ja, du hast ihn umgebracht, okay. Ha, ich weiß. Ihr würdet meine Größe erkennen. Es gibt mir einen Moment. Okay, der großartige Ritter hat es geschafft und hat dein Comic befreit. Ah, okay. Oh, ein Hockey Heroes. Heavy Attack on one enemy. Also wenn wir richtig hart zuhauen, dann können wir den sogar stunnen. Das heißt, er ist betäubt für eine Runde. Wie cool ist das denn? Können wir noch reden? Ich habe meinen Respekt zurückbekommen. Bist du dir sicher? Positive. Okay, aber trotzdem haben wir nichts Großartiges bekommen. Ich hätte gedacht, wir hätten vielleicht irgendeinen Teil bekommen. Wir müssen doch mal ein bisschen umschauen hier. Es kann ja nicht sein, dass wir hier irgendwie nicht weiterkommen. So, hier waren wir schon. Da geht es zum Wald hin. Kann man hier noch irgendwo hin? Nee. Also, was gibt es denn noch? Da gibt es da irgendwas noch? Kann man da irgendwas machen? Hier haben wir die Richtung. Hier ging es nur zum Abgrund, ne? Da konnte man auch nichts machen, Großartiges. Huch! Hä? Ach, warte mal. Hier... Man kann hier auch runtergehen. Das haben wir vorher natürlich nicht gesehen. Ah, okay. Das muss man auch mal wissen. Was ist das denn? Eine Schreibmaschine? Das hier ist ein komischer Grabstein. Ist das eine Schreibmaschine? Es hat aber komische Symbole drauf, anstatt Buchstaben. Oh, ein Geheimnis. Lass uns das ausprobieren. Ah, wissen wir natürlich noch nicht. Okay. Da müssen wir wohl erstmal was rausfinden. Wollen wir hier weitergehen? Ne, hier ist nichts. Man sieht immer so aus, ob man diese Pflanzen einsammeln kann. Das kann man aber leider nicht. Da geht's hoch. Geht's hier unten noch nichts? Guck mal. Hier ist eine. Okay. Wir haben eine Lilie gefunden. Wo ist sie gelandet? Unten drin? Okay, die ist für irgendwas tauschbar. Hier geht's auch noch weiter. Guck dir das an. Es sagt Mabletown West. Friedhof Ost. Immerhin sagt er was. Obwohl da steht drin, wenn man direkt drauf guckt, steht da eigentlich nur, dass es der Titanweg ist und dass man die Viecher nicht füttern soll, die man sich hier trifft. Na gut, hätte man auch übersetzen können. Ja. Geil, wir haben hier so eine Maschung gefunden. Oh. Die müssen wir normal immer teuer kaufen. Das ist ein Eichhörnchen. Okay, das können wir nicht sammeln. Normalerweise müssen wir die immer relativ teuer kaufen. Das ist natürlich ganz geil, dass wir hier gekommen. Kommen wir da rein. Okay, man kann da durch und man kann hier längs auch noch. Oh, warte, hier. Okay, aber also es hilft uns. Hätte uns natürlich geholfen bei dem Kampf gerade eben, dass wir einfach mal... Okay, haben wir überhaupt noch Leben genug? Vielleicht sollten wir die mal ein bisschen erhöhen hier. Alle mal 5 mehr bekommen. Okay, aber mehr ist hier auch nicht. Gut. Aber wir können durch den Baum noch gehen. Das machen wir auch noch. Hallöchen, Baum. Der grüßt an, die ganzen Pilze, die wir sammeln können. Müsste man vor dem Kampf, bevor wir sehen, dass wir kämpfen, müssten wir die einlösen. Damit wir alle nochmal mit 3 Stärke. Das machen wir natürlich beim nächsten Bosskampf auf jeden Fall. Oh, hier, das können wir nicht nehmen. Mein Gott, wie groß ist denn das hier noch? Kommen wir jetzt gleich zu die Tür von diesem... Von dem Direktor vielleicht, die zum Garten führt, kann das sein? Erstmal kommen wir zu einem Mini-Haus von einem kleinen Frosch. Hallöchen, Frosch. Hallo. Hallo, Ribbit. Die sagen Ribbit auf Amerikanisch. Und wir sagen ja eigentlich nur Quark. Das ist ein süßes kleines Haus, was du da hast. Ribbit. Das Haus sieht ein bisschen zu teuer aus für einen kleinen Frosch. Nicht für mich. Möchtest du ein paar Fragen beantworten? Dafür gibt es einen Preis. Lerne das Quiz mit. Ein Frosch ist das beste Tier auf der ganzen Welt. Natürlich. Korrekt. Das war ein leichter.
Aber jetzt werden sie schwieriger. Ist Bob a cool name? Ja. Korrekt! Schön, dass du den Namen magst, Quark. Ich kann über 100 Meter in die Luft springen. Ken Bob? Eigentlich müsste ich Nein sagen, weil er das bestimmt nicht kann. Und wenn man jetzt Ja sagt... Nein. Korrekt! Ich kann nur 2 Meter hochspringen. Ja, guck mal, wir haben noch richtig beantwortet. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Test zu machen. Hier ist dein... Was du bekommst. Ach, guck mal. Mein Gewinn sozusagen, mein Preis. Eine neue Musik. Dankeschön. Kannst du noch mehr machen? Hallo? Wir suchen neue Leute für unseren Film. Willst du gerne drin sein? Ich denke nicht. Okay. Da ist eine Sonnenblume da oben. Hier ist ein kleiner Tümpel. Da ist ein Eichhörnchen. Was ist das? Hallo, hast du ein paar Nüsse? Nee, leider nicht. Sorry. Okay. Du bist ein bisschen anders als die Eichhörnchen in Downtown. Wieso, wie sind die denn? Die sind ganz schön unhöflich. Einmal bin ich einfach die Straße entlang gegangen und sie haben Nüsse auf mich geworfen. Haha. Oh, ich meine, entschuldige, das ist nicht schön zu hören. Das ist schon so lange her. Ich habe niemals Eichhörnchen mit den Augen gesehen, wie ich sie vorgesehen habe. Vielleicht bin ich auch ein bisschen traumatisiert. Du musst keine Angst haben, ich werfe schon keine Nüsse auf dich. Ich bin ein freundliches Landeichhörnchen. Und ich würde sie lieber essen. Ich habe leider keinen für dich. It says, Baby Tom West. Okay, das gleiche Schild wie gerade eben. Aber ich glaube, wir kommen jetzt hier zum... Hier liegt noch ein Fahrrad. Das Fahrrad sieht aus, als ob es hier schon jahrelang liegt. Meinst du, wir können darauf fahren? Ich glaube nicht. Aber vielleicht kann jemand das reparieren. Aber schade, dass der Repair-Shop zu ist. Ja, klar, der Typ ist ja tot, ne? Was ist, wenn wir es zu Mr. Magnus bringen? Gute Idee. Bringen wir es zu ihm, nur für den Fall. Oh, guck mal. Da müssen wir bestimmt die Teile nachher holen, die wir am Strand gefunden haben. Bei der Tante da, die da malt, ne? Die hat das auch, das ist auch ein Fahrrad. Vielleicht können wir dann da was rausholen erst. Weißt du, was es hier runter den Weg gibt? Oh, hier runter geht's runter zu den geht's da zu den Superb. Wie heißt denn das auf Deutsch? Naja, zu den Wohnsiedlungen hier, ne? Guck mal, jetzt haben wir. Jetzt haben wir eine coole Abkürzung gefunden eigentlich. Dann lass uns das mal zu Mr. Magnus bringen. Vielleicht kann er es ja wirklich reparieren. Das ist ja cool, nicht eine Abkürzung, weil das war ja wirklich nervig. So. Fragen wir ihn nochmal. Hey, wie geht's, Kinder? Okay. Woran arbeitest du? Es ist ein Geheimnis, aber wenn es fertig ist, ist es super. Es will euer... Okay. Achso, das hat man schon... Warte mal. Hä? Können wir ihnen das Fahrrad nicht geben? Können wir ihnen tatsächlich nicht geben? Mr. Mag... Ist das nicht Mr. Magnus hier? Okay, Kabel haben wir noch nicht. Mehr andere gibt es doch hier gar nicht. Das muss doch ein bisschen Magnus sein, oder? War das nicht? Okay. Gut. Kriegen wir hier noch einen Keks jetzt eigentlich mal? Okay. Hatten wir schon bekommen. Na gut, dann müssen wir ja mal... Dann gehen wir jetzt einmal zu dem... Zu der Tante da unten am... Na, wie heißt das? Unten bei den Abwässerkanälen. Weil es kann ja gut sein, dass die uns jetzt das Fahrrad geben würde. Weil wir jetzt alte Fahrrad haben. Vielleicht macht es ja Sinn. Also wird für mich Sinn machen. Okay, dafür brauchen wir auch nachher noch was, aber ich glaube, es geht nicht so lange, dass Mr. Magnus nichts sagt wegen diesem blöden Fahrrad.
Okay, ich sag immer das gleiche wie vorher. Das bringt uns gar nichts. Hier nochmal kurz reden. Ja, okay. Gut, das macht uns jetzt das macht gar keinen Sinn für uns. Aber das ist doch der Typ da, der alles repariert, Mr. Magnus. Oder bin ich verkehrt? Das heißt, wenn wir das Teil haben, wie es hier ist drin, dann müsste er das damit doch auch heile machen können, oder nicht? Weil ich wüsste den anderen, wüsste ich jetzt nicht. Das ist der Repair Shop hier. Ich weiß nur nicht, ob wir da... Da brauchen wir nicht reingehen, da ist ja keiner drin. Ist er das hier? Kann er das Fahrrad operieren? Nee, das ist der Mr. Dumont. Entschuldigung. Mr. Dumont hat das natürlich nicht drauf. Aber hier gibt es keinen anderen. Hier gibt es nur diese Viecher. Okay, das muss doch hier drin sein. Kann man hier noch irgendwas finden, was er vielleicht ihn daran erinnert, dass er das machen könnte? Aber es ist leider, er macht nur das, sagt immer das Gleiche, ne? Hat er aber auch viele Sachen, die er hier nutzt, ne? Ah, guck mal, ich habe ein altes Fahrrad. Hat das vielleicht Metallrohre? Ja, yeah, das würde super sein. Cool, jetzt kriegen wir einen Benzinkanister. Okay, das heißt, wir kriegen den Kanister. Und mit diesem coolen Kanister müssen wir wieder in den Wald rein. Denn im Wald bekommen wir, können wir, glaube ich, das Benzin da aus dem Wagen raus. Meine ich zumindest, habe ich noch im Kopf. Laufen wir da mal hin. Nüsse haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, wir können denen auch keine Nüsse geben. Okay. Das ist ein bisschen langer Weg hier, wie man sieht. Aber was soll's. Hui. Oh, da ist noch ein Eichhörnchen. Hallo. Hi there. Was macht ihr Leute hier? Wir entdecken. Weißt du, was hier runter den Weg runterführt? Nein, aber du wirst es schon rausfinden. Viel Spaß und viel Glück. Danke. Gut. Also Nüsse haben wir noch nicht gefunden hier. Ah, guck mal. Ist hier noch irgendwas gewesen? Nee, da war nichts. Okay, hier wissen wir leider auch noch nicht, was wir da machen können. Hier geht's auch nicht. Ich kann hier nach rechts gehen noch, ne? Nicht hier hin? Nee, geht nur da runter, okay. Ja, guck doch mal an. Man kommt immer Stück für Stück weiter, ne? Mit so Kleinigkeiten. Entschuldigung. Da nichts. So, und dann hier längs. Ich meine, hier hinten bei dem Auto war das. Ist ja auch gar nicht so weit weg. Huch, da nichts. So, da können wir noch nichts machen, leider. Aber ich meine, wir können doch hier... hier was machen. Los, lass uns einen leeren Kanister auffüllen. Okay, ich möchte das nicht so lange ohne die Erlaubnis von Mr. Dumont. Das ist natürlich bescheuert. Das heißt, wir müssen jetzt echt zu diesem blöden Dumont zurück und ihn fragen. Also das ist ja ein bisschen doof gelöst. Das rennt man hier extra hin. Das ist ein bisschen Laufarbeit, ne? Das finde ich jetzt nicht so cool. Dann rennen wir nochmal zurück und fragen den Hannes. Ach nein. Doch, das geht. Okay. Das ist wirklich doof. Das ist ja wirklich auch ein langer Weg, um ihn zu fragen. Nun gut, wir laufen den ganzen Weg wieder zurück. Vielleicht finden wir später noch ein paar mehr Abkürzungen. Das wäre natürlich auch optimal. Man weiß es nicht. Gut, dass sie laufen kann, ne? Aber trotzdem ist es nervig, gebe ich zu. Anders wäre es schöner. Oh,
auch hier die diversen Wege. Ob man diesen Kraken nochmal wieder sieht? Wahrscheinlich, ne? Der spielt ja schon eine Rolle. Dieser Elektrokrake. Okay, dieser Weg ist doch länger als der andere. Müssen wir beim nächsten Mal merken. Egal, so fragen wir ihn nochmal. Okay, wir können ihn nicht fragen. Das ist ja blöd. Okay, das geht nicht. Gucken, was haben wir hier? Das ist eine Blume, die gibt es als Symbol der Reinheit gedacht. Okay, also Kanister haben wir haben diese Blume. Ist die Frage, fahren wir nochmal in die Stadt kurz? Machen wir, oder? Ja, fahren kurz in die Stadt. Werden wir mal versuchen, in diesen Blumenladen da reinzugehen. Vielleicht kann sie uns da was sagen, so. Oh. Wir haben diese Lilie gefunden. Ah, oh, eine schöne Lilie. Ich liebe diese. Ich habe einen Cookie für dich, wenn du mir die Lilie gibst. Na klar. Danke für die Blume. Kein Problem. Ach so, mit noch eine Blume finden. Okay. Noch eine Blume finden, wenn wir noch einen Cookie wollen. Okay, gut, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.